In der Partyhauptstadt Berlin wird Ostern dieses Jahr etwas anders gefeiert. Denn seit Mitternacht gilt freie Bahn für Cannabis. 1500 Menschen versammelten sich in ausgelassener Stimmung zum Ankiffen am Brandenburger Tor. Das entsprechende Cannabis-Gesetz wurde von der Ampelkoalition durchgesetzt. Allerdings nur nach heftigem Widerstand von den Oppositionsparteien, vom Richterbund und der Polizeigewerkschaft. Mehr Informationen dazu hat Leonie von Randow. Nein, das ist kein Aprilscherz. Seit Mitternacht darf in Deutschland ganz legal gekifft werden. Berliner Cannabis-Fans feiern mit dem ersten legalen Joint. Und der kann manchen offenbar gar nicht groß genug sein. Ob etwa hier vor dem Brandenburger Tor oder hier an der Warschauer Straße, Deutschlands Kiffer jubeln. Für uns ist der 1.4. auf jeden Fall in Zukunft ein Feiertag. Es ist irgendwie eine große Erleichterung. Also ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwie mal der Tag hier kommt in Deutschland. Für mich ist es ein sehr, sehr wichtiger Schritt in die Zukunft der Legalisierung, um nicht mehr als Krimineller zu gelten, wenn man jetzt ein Tütchen statt ein Bierchen hat. Ab sofort dürfen Erwachsene bis zu 50 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum besitzen sowie bis zu 3 Pflanzen anbauen. Weiterhin tabu bleibt die Droge für Minderjährige. In der Nähe von Schulen und Kindergärten gelten Schutzzonen. Gegen viel Widerstand hat die Ampel die Legalisierung durchgesetzt. Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist überzeugt, die bisherige Verbotspolitik sei gescheitert. Die Legalisierung eine historische Chance. Wir werden einen besseren Kinder- und Jugendschutz einführen. Wir werden Anbauvereinigungen ermöglichen, sodass der Schwarzmarkt austrocknen kann. Das ist dann natürlich auch ein wesentlicher Schutz vor anderen Drogen. Doch viele Fragen sind weiterhin offen. Wie und wo soll kontrolliert werden? Wie geht man mit dem Grenzwert im Straßenverkehr um? Und wie sollen künftig Präventionsprogramme aussehen? Polizei, Justiz und Ärzte schlagen Alarm. Und auch die Union ist entsetzt. Das, was jetzt passiert, ist ja Chaos mit Ansage. Die Mengen sind völlig absurd, die man bei sich tragen kann. Und genau das ist ja das Gegenteil von Kinder- und Jugendschutz. Und wer behauptet, jetzt würde alles besser, also ich glaube, da braucht man kein Prophet zu sein, dass es nicht besser wird, das ist wirklich klar. Sollte die Union nach der nächsten Bundestagswahl wieder mitregieren, will sie die Legalisierung wieder kippen. Aber darüber machen sich die feiernden Grasfans hier in Berlin jetzt erstmal keine Sorgen. Theresa Müller steht für uns am Brandenburger Tor. Theresa, guten Morgen. Die Rauchschwaden von gestern haben sich höchstwahrscheinlich schon verzogen, aber die ganzen Problematiken rund um das Gesetz, die bleiben. Klär uns auf, wo sind denn die größten Baustellen beim Cannabisgesetz? Guten Morgen, Doro, an dich. Ja, die Rauchschwaden haben sich verzogen. Ich rieche tatsächlich auch keinen Cannabis-Geruch mehr. Das ist ja sehr auffällig, der Geruch, wenn man hier durch Berlin geht. Ja, die größten Kritikpunkte. Also, wir haben es ja gerade im Beitrag schon gehört. Die Politik, außer die Ampel, ist eigentlich komplett dagegen. Die Ampel sagt, ja, wir wollen den Schwarzmarkt verdrängen, wir wollen den Schwarzmarkt austrocknen. Da hat man sich auch so das Modell Kanada genommen. Da ist ja der Konsum auch legal und da ist der Schwarzmarkt so um die 80% eingebrochen. Hier in Berlin gibt es natürlich so diese Umschlagplätze Girlie oder Cotti, also die Punkte, wo man sehr, sehr leicht an Cannabis kommt. Da wird man faktisch auf der Straße alle 2 Sekunden angesprochen, möchte man kaufen. Das versucht man jetzt eben auszutrocknen. Und die größten Kritikpunkte, wir haben es jetzt aus der Politik gehört, das ist eben einerseits dieser Flickenteppich, dass man jetzt nicht so richtig weiß, was gilt und vor allem auch, wer kontrolliert das. Also ja, man hat jetzt die Erlaubnis, 25 Gramm bei sich zu tragen, 50 Gramm zu Hause zu haben. Und einmal so kurz für die Vorstellung, also für einen Joint braucht man ja so 0,3 Gramm. Das heißt, diese 50 Gramm, die man besitzen darf, die reichen für 150 Joints. Das ist eine ganze Menge, die man da jetzt besitzen darf. Und wir kennen es ja auch, dass das Dealen ist jetzt nicht legal, aber man weiß natürlich, wie es ist. Hat der eine was, gibt er es dem nächsten was. Also das kann man natürlich gar nicht kontrollieren. Genauso kann man diesen Eigenanbau zu Hause nicht kontrollieren. Also kein Polizist wird demnächst irgendwie an der Tür klopfen und fragen, hey, wie viele Pflanzen hast du da? Hast du überhaupt welche da? Also da ist man, das ist natürlich wahnsinnig kompliziert und da fragt man sich zu Recht, wer soll das jetzt überhaupt kontrollieren? Die andere Sache ist natürlich der Jugendschutz. Also ja,
Kinder dürfen natürlich nicht kiffen. Also das wird jetzt auch nicht legalisiert, das steht auch nicht an. Für Kinder, für Minderjährige ist das weiterhin verboten. Man darf auch nicht in der Nähe von Schulen, Kindergärten und eben in der Nähe von Minderjährigen kiffen. Aber auch da fragt man sich natürlich, wer soll das kontrollieren? Also die Polizei kann sich jetzt natürlich nicht deutschlandweit aufstellen und immer schauen, hey, wird da jetzt nicht in der Nähe von Kindern gekifft? Und da hat man natürlich jetzt schon die Sorge, dass das wahnsinnig kompliziert wird, ist natürlich auch logisch. Und dann natürlich auch dieser Punkt mit der Hemmschwelle. Also ja, wie gesagt, für Kinder und Jugendliche ist es nicht legal, aber die Hemmschwelle sinkt natürlich, weil man natürlich weiß, okay, wenn etwas legal ist, dann ist natürlich auch so ein bisschen der Reiz verloren. Also da sind noch ganz, ganz viele Fragen offen und ganz viele Dinge, wo man in den nächsten Monaten erstmal schauen muss, wie funktioniert das überhaupt? Und dann muss man gucken, ja, ist dieses Gesetz, hat das funktioniert, hat man diesen Schwarzmarkt eben ausgetrocknet, ist das alles so, wie man sich das vorgestellt hat? Und naja, ja, Stand jetzt würde ich sagen, das wird noch ein paar komplizierte Monate jetzt geben. Also noch viele offene Fragen. Danke dir, Theresa, fürs Brandenburger Tor. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.